Liebe Kopterhagen-Freunde, das diesjährige Weihnachtsfest ist leider ganz anders, als wir es alle kennen. Wir wünschen euch trotzdem ein fröhliches Weihnachtsfest und ganz besonders ein gesundes neues Jahr. Am Jahresende zeigen wir, wie immer, einen Überblick unserer Videos aus dem laufenden Jahr. Bevor wir aber starten, wollen wir uns kurz vorstellen. Andreas, Benno, Bernd, Fritz, Jochen, Markus, Marc-Alexander, Michael, Otto und Thomas. Alle Videos, von denen wir jetzt nur Ausschnitte zeigen, kannst du komplett in www.kopter-hagen.de anschauen. Mach das, es lohnt sich. Unser erstes Video in 2020 hat die Nummer 57 und zeigt den geplanten Premium-Radweg im Anschluss an die Bahnhofshinterfahrung. Gleich oberhalb des Kreisverkehrs an dem geplanten Anschlussstück zur Waterinsel geht es richtig los. Wir sehen hier zuerst links nur die Abtrennung des Weges durch ein Geländer. Die nächste Entdeckung ist der Rest eines Unterstandes, sogar mit einer Betontreppe. Was die daneben liegenden eingemauerten Flaschen jemals für einen Zweck hatten, bleibt ein Geheimnis. Man kann spekulieren. Diebstahlgeschützter Alkoholvorrat für die Bewohner dieser Behausung oder frühere Hausbar? Teilabriss der A45 Talbrücke Kattenohl. Wir sehen jetzt die Johanneskirche nach der Renovierung. Unsere Johanneskirche liegt im Herzen von Hagen. Hinauf zur Kirchturmspitze. Vorbei am Glockengehäuse. Rechts neben dem Turm am Horizont sehen wir jetzt die Elisabethkirche. Wir starten über der Orgelempore. Unsere Kirche vereinnahmt durch schlichte Eleganz. Sie wirkt nicht überladen und hat jetzt nach dem Umbau eine ganz besondere Wirkung. Modern mit einem Blick in die Zukunft und historisch mit einem Blick in die Vergangenheit. Bei der kleinen Eröffnung der Bahnhofshinterfahrung konnten die Hagener die Strecke schon einmal zu Fuß kennenlernen. Am 8. März 2020 beginnt für alle Hagener ein neues Kapitel. Frau Deliske, Sie sind jetzt eine der ersten Bürgerinnen, die hier diesen Weg begeht. Wie finden Sie das hier? Also ich finde das toll. Ich hätte es nicht gedacht, dass ich das noch erlebe. 8 Jahre Bauzeit. Aber ich denke, dass es auch gut für unsere Stadt, für die Luftqualität ist. Denn da wird viel von diesem Kohlenmonoxid genommen und ja, landschaftlich schön, und es wird auch ruhiger werden in der Stadt, denke ich mal, wenn diese ganzen LKWs da nicht mehr her müssen. Es ist wirklich nicht zu ertragen sonst. Viele, viele kamen zu Fuß und waren begeistert von dem neuen Stück Hagen.
Sie sind jetzt heute das erste Mal hierher gegangen. Wie ist heute Ihr Eindruck hier? Ich bin begeistert. Ich bin Hasper und warte eigentlich schon 10 Jahre auf diese Umgehung. Wir sind sonst immer am Bahnhof hergefahren und das war mühselig und langwierig. Wenn man eine Schraube beim Bauhaus kaufen wollte, musste man eine halbe Stunde Fahrzeit in Kauf nehmen. Und ich hoffe, das wird jetzt viel, viel besser. Also ich bin begeistert hier. Die Straße ist wunderbar. Hier die wegen Corona abgesagte Eröffnungsfeier am 13. März 2020. Da der historische Moment der Eröffnung einmalig ist und niemals nachgeholt werden kann, hatte der Oberbürgermeister den feierlichen Akt der Freigabe minimalisiert. Ein herzliches Willkommen bei der nicht stattfindenden Eröffnung der Bahnhofshinterfahrung. Ich freue mich, dass ein paar Menschen, die alle auf ihre Art mit der Bahnhofshinterfahrung verbunden sind, heute hier sind. Und aber jetzt ist die Strecke freigegeben. Das erste Auto von Eckesey kommend ist ein Ford P7, Baujahr 1970. So haben wenige die A45 Eichelnbleckbrücke bisher gesehen, nämlich von unten. Unsere Eichelnbleck-Talbrücke ist eine Balkenbrücke. Balken und Unterbau sind konstruktionsmäßig dabei nicht miteinander verbunden. Der Rückbau der A45-Brücke Rumscheid-Bölling in 2 Tagen. Die Arbeiten wurden am 11. bis 12. Juli 2020 durchgeführt. Dazu wurde am 12. Juli ab 20 Uhr die A45 gesperrt. Dazu wird Schreddermaterial der Kattennullbrücke aufgeladen und gleichmäßig unter der Brücke verteilt. So können die herabfallenden Teile keinen Schaden auf dem Asphalt verursachen. So ein schöner Sonnenuntergang fördert die Fantasie des Kameramannes deutlich, denn die Werkzeuge der Bagger erinnern ihn doch sehr deutlich an das Maul eines Dinosauriers. Auch 2020 haben wir unsere Wanderfalkenfamilie auf dem Schornstein der Hagener Müllverbrennungsanlage beobachtet. Sehr spannende Bilder. Heute ist der 24. Mai 2020. Wir zeigen in diesem Video die 3-monatige Entwicklung unserer Wanderfalkenfamilie, die seit 14 Jahren auf dem Schornstein der Hagener Müllverbrennungsanlage wohnt. Und was ist das? Ein dritter Falke. Und was für ein schönes Exemplar. Aufgrund der Beringung müsste es von 2017 sein. Beide Fänge werden jetzt beringt. Und da wird nichts mehr zurückgegeben. Jetzt ein mutiger Flug. Allerdings schafft er nur 40 cm hoch und landet in einer lebensgefährlichen Position. Er ist eingeklemmt zwischen Leiter und Mauerwand. Kommt er da wieder raus? Die Radweg-Teststrecke in Haspe wurde heftig diskutiert. Wenn man den bisherigen schmalen Schutzstreifen, hier der Weg zwischen den weißen Streifen, befährt,
wird jeder Autofahrer auf der rechten Fahrspur weiterfahren. Somit ist der Abstand zwischen Radfahrer und Auto, schlimmer noch zwischen Lkw und Radfahrer, sehr gering. Niemals wird der vorgeschriebene Abstand von 1,5 Meter eingehalten. Der Radweg, so in der Form, wie er jetzt ausprobiert wird, finde ich nicht so gut. Bevor die Barken da waren, fand ich ihn sogar gefährlich, weil sehr viele Autofahrer und Lkw-Fahrer den Radweg ignoriert haben. Sie haben einfach den Radweg als Fahrstrecke genutzt. Den ursprünglichen Radweg in dieser schmalen Form, den es schon vorher gab, habe ich auch nie benutzt. Ich bin immer im Gehweg gefahren, weil es mir einfach zu unsicher war. Jetzt durch diese Barken, durch diese Abtrennung, geht es, kann man ihn sicher benutzen, aber ich finde, das ist wieder für die Autofahrer, finde ich es wieder sehr, sehr kompliziert. Also ich würde mir wünschen, wenn dieser Fahrradweg angeglichen wird an den Gehweg, nicht in so einer breiten Form, wie er jetzt ist, sondern etwas schmaler, aber angeglichen an den Gehweg. Dann würde ich ihn benutzen und mich sicher fühlen. Wir sehen die spektakuläre Sprengung der A45-Brückenhälfte in Siegen-Eisern. Heute, am 18. Oktober 2020 um 11 Uhr, wird es diesen linken Brückenteil nicht mehr geben. Besonders schwierig, die zu sprengende Brückenhälfte ist teilweise nur 10 cm von der verbleibenden Brückenhälfte entfernt. Diese riesige Betonfläche wartet jetzt im Morgennebel auf die Sprengung. Drei, zwei, eins, Zündung. Dann sollte die Brücke kippen. Und wenn nicht, wird nicht gelacht. Gelacht werden musste nicht, wie wir jetzt sehen. Die Markusgemeinde stellt sich vor. Mein Name ist Juliane im Schlar und ich bin Pfarrerin der Stadtkirchengemeinde. Ich heiße Stefan Gulping und bin Diakon und Jugendreferent in der Stadtkirchengemeinde. Unsere Kirche ist die Markuskirche, die 16. Kirche, die in Hagen gebaut wurde. Wir sehen den weiteren Zerfall des wohl ältesten noch bestehenden Industriegebäudes in Hagen, der alten Papiermühle in Delstern. Durch dieses Loch im Dach sind wir bei der Videoproduktion mit einer Drohne noch senkrecht eingeflogen. War nicht einfach der Flug. Dieses Hallendach mit dem Loch ist mit einem Riesenkrach eingestürzt und liegt jetzt auf dem Hallenboden. In dieser Halle, wo das Dach schon vor Jahren komplett eingestürzt war, sehen wir in der Bildmitte eine Metalllagerkonstruktion, die ehemals bis zum Dach reichte. Circa ein Viertel dieser Konstruktion ist jetzt eingestürzt. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen.